auch nichts. So gut, Leute, es wird also gleich wieder Action geben. Action geben. Bevor ich hau ich mich hier aber noch rum. Ob ich noch was Schönes finde. So, ist hier ein Bad. Lohnt sich eigentlich nur zu gucken wegen Stimpacks. Und hier scheint nichts zu sein. Wobei, aufbereitetes Wasser. Zweimal. Kann man sich nicht beschweren. Das ist nützlich. Pimpel brauche ich jetzt aber nicht mitnehmen. Was steht denn da? Purified Water. Ja, sehr hilfreich. Warte mal, dem Spiegel, hier ist auch nichts mehr drin, ne? Nee. Also an sich lohnt sich immer nur in die Spiegel vor allem zu schauen, aber ne, hey, wir haben gerade aufbereitetes Wasser gefunden. So, jetzt hier ist ein Umbau-Gegner, definitiv. Tantenhund. Der pennt, oder? Strahlung aus. Ich weiß gerade nicht, wo der Kopf sein soll. Das ist der Kopf. Okay. So, die sind alle dort. Alle da. Hab ich überhaupt noch Granaten? Hat der gerade gesagt, hallo blöde Geräusche oder nur blöde Geräusche? Na, jetzt suchen sie nach uns. Kriegen Hunger. Aber jetzt sind sie wieder abgelenkt, jetzt suchen sie nicht mehr nach uns. Ja Leute, es gibt gleich ein bisschen Action. So, hier war nichts mehr gewesen, können wir weitermachen. Hundi, lass mich durch. Also es sind mindestens 5 Stück. Oh nein! Schnell speichern. Okay, jetzt kann ich den hier killen. Scheiße, Leute. Ich habe kaum noch Granaten, glaube ich. Das wird richtig eklig. Wow. Erstmal das Kleinvieh hier killen. Ein Schuss noch durch? Also nicht. Das zeigt sich. Der ist down. So, lass mich schnell speichern. Das muss ich jetzt wirklich oft machen hier. Puh! Nein. Da treffe ich doch eh nicht. Ich mach aufs Bein. Oh, der arme Hund. Okay, der ist down. Wow. Okay, ganz ruhig. Wir trinken erstmal was. Schnell speichern. Ich muss aufpassen, die Raketenwerfer sind böse. Durch. Fuck. Okay, erstmal den hier killen. Schieß. Von mir. Wow. Aber die Stelle ist gar nicht so verkehrt erstmal. Den können wir auch noch schnell. Ich schieße jetzt mal auf den Kopf, vielleicht treffe ich ja. Nice. Mal bitte. Yeah, so gefällt mir das. Ganz ruhig. Okay, erstmal wieder irgendwas nehmen, dass wir Leben dazu bekommen. Also merkt schon, das wird jetzt schon ein bisschen taktisch. Man muss jetzt hier auch wirklich öfters pausieren und so auf extrem schwer. Ich werde auch nicht müde, das zu erwähnen. Okay, Alter, nee, ich mach überhaupt keinen Schaden. Ich probiere es trotzdem mal auf den Kopf. Okay. Na scheiße, der ist jetzt erst mutiert. Okay Leute, schnell speichern. Ey, der nimmt kaum Schaden. Ich muss überlegen, unsere Waffe macht. Ich weiß nicht, ob die Resistenz sind gegen Laser. Nehmen wir das Kampfgewehr. Probier's mal aus, ob das besser ist.
Nicht wirklich, oder? Ja, doch. Ich treffe hier nicht. Mach ein Tor so. Das bringt deutlich mehr, oder? Ja, geht so. Wo ist denn der? Ganz ruhig. Oh, wo, 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 aufpassen. Weiter, weiter, weiter. Ah. Gleich haben wir. Okay. Ging ja so ganz gut. Wir hatten einfach eine sehr, sehr gute Position gehabt. Eine sehr, sehr gute Position. Und wir haben die Waffenkammer gesichert. Ja, wisst ihr was? Ich quatsche jetzt noch nicht mit denen. Ich loote jetzt hier erstmal alles. Weil hier irgendwo werden da bestimmt auch noch Sachen für uns sein, die wir mitnehmen können. Mann, 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 Mann. So, erstmal den Typen looten. Ah, 50er. 50er. Okay, es ist ein 50er Kaliber. Das ist dahingehend ein bisschen schade. Weil da haben wir noch nicht so viel Muni. Aber Leute, 89 Schaden. Verursacht zusätzlichen Schaden mit fortschreitender Nacht und weniger Schaden am Tag. Wie geil ist das denn? Das ist ein übelst witziger Bonus. Mal gucken, wie wir das dann upgraden können. Nice, nice, nice. Sieht auf jeden Fall geil aus. Nice, freue ich mich. Genau sowas brauchen wir. Oh, noch mehr Muni. Aber vielleicht können wir das Kaliber ja auch ändern oder so. Müssen wir mal schauen. Ah, schön. Und deswegen habe ich das eingestellt, dass wir auf sehr schwer spielen. Weil sonst hätten wir definitiv ja nicht zwei legendäre Gegner gefunden. Vielleicht gar keinen sogar auf normal. Ich weiß es nicht. So, und hier erstmal Handel eben. Immer das ganze schwere Zeug wieder. Das freut mich so. Ja, okay. Die würde ich eigentlich gerne behalten. Erstmal. Okay. So, ich trinke mal eben. Nee, trinken muss ich nicht. Sind ja wahrscheinlich keine Gegner mehr da. Also wird das nur noch gelootet. Dann geben wir die Quest ab. Dann müsste man eigentlich. Weiß gar nicht. Ja, doch, nee, die Stufe wird das jetzt nicht reichen für die nächste. Dann muss ich jetzt aber auch nicht mehr schleichen. Team Bravo Test Terminal. Ja, wir gucken mal ganz schnell. Oh Leute, ich bin über Zeppi, Mann. Das ist ein Glücksfund gewesen. So. Ja, ich zeig's euch wieder. Und das war das erste gewesen. Ich würde es hier erstmal looten. Nummer 3. Könnt ihr einfach pausieren, wenn ihr wollt. Ich überflieg's einfach nur. Und jetzt Nummer 5. Ich freue mich, ich freue mich. Weil dann sieht die auch total nett aus, die Sniper. Bin ich mal gespannt, wenn wir die dann tragen. Vor allem, was wir da noch dran ändern können und so. Wie gesagt, dieses Kaliber, da ist die Muni noch relativ selten. Und eine Kochplatte, ist auch wieder eine Schraube drin. Ich hätte nur gehofft, dass wir hier ein bisschen mehr Atomsprengköpfe finden. Ah, nice. Ich würde mich jetzt ja mehr über Meisterschlösser freuen, um ehrlich zu sein. Nachdem wir die jetzt auch aufmachen können. Und man hat ja vorhin auch gesehen, bei dem einen Meisterschloss, das ist schon ein gravierender Unterschied, was dann drin ist. Ach ja, stimmt, wir können ja dann ins Vault machen. Können dann die Waffe auch holen. Wie schön. Nice. Wieder. Das ist doch das Kaliber, oder? Gamma-Patrone. Nett. Red Array. Kleiner Stift. Juhu. So, so, so gut. Hier ist nichts mehr. Schade, dass wir nicht einfach die Lampe hier mitnehmen können. Können wir gebrauchen für uns. Oh! Zwei Mini-Atombomben. Und ein Ventilator. Freue ich mich, wie gesagt, weiter. Vier Mini-Atombomben. Alter Schwede, alter Schwede. Eieieiei. Man darf doch dem Bier nicht so viele Mini-Atombomben geben. Alter. Genau das haben wir gesucht. Kann ich darauf zugreifen jetzt? Ich muss ganz schnell runter. Kann ich mir das alles einsammeln? Oh, ich krieg die leider nicht auf, die Kisten. Ist das gemein.
Okay, das kriegt dann alles die Bruderschaft. Kann ich leider nichts gegen machen. Ich konnte ansonsten hier alles einsammeln. Jetzt alles voll mit Atomsprengköpfen. Oh, schade, dass ich die Lampe nicht mitnehmen kann. Wie gesagt. Och man! Aber hey Leute, wir haben trotzdem irgendwie 7 oder 8 Stück jetzt hier eingesammelt. Das ist ziemlich ordentlich. Die Waffe ist schon sehr, sehr mächtig, diese Atombombenwaffe. Das soll ja, glaube ich, auch die beste Waffe im Spiel sein. Davon eine legendäre Variante ist bestimmt auch lustig. Gut, ich kann hier leider nichts machen. Das bedeutet... Das sieht schon krass aus. Das bedeutet, wir können das eigentlich wieder rausmachen hier. Ey, das ist aber auch genial. Hier sieht man mal die ganzen Einzelteile von so einer Mini-Atombombe. Das ist voll cool, Mann. Schade, dass ich das nicht einsammeln kann. Ich kann es nicht ändern. So, okay. Ich glaube, wir haben jetzt hier wirklich weitestgehend das Wichtige gelootet. Ich finde zumindest nichts mehr. Das bedeutet, wir machen nach draußen, geben die Quest ab und gucken, wie es weitergeht. Du bist Schreck bekommen wegen dem Radio. So gut Leute, ich glaube, ich habe jetzt hier wirklich weitestgehend alles gelootet. Das ist ja noch die Stelle, wo wir den einen Mutantenhund aus der Ferne gekillt hatten. Dann haben wir jetzt hier aber alles durch. Ah, Ventilator. Nice, nice, nice. Also Schrauben haben wir bald wirklich auch genügend. Ich glaube, da mangelt es dann wieder an irgendwas anderem. Superkleber haben wir auch erstmal. Superkleber haben wir auch erstmal gut. Also kann man sich erstmal nicht beschweren hier. Ich wollte das wieder rausmachen hier. Reicht langsam. Sieh dir den Laden mal an. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Absolut. Sie auszulöschen war die reinste Freude. Ich wünschte, der Rest der Menschheit würde ebenso denken wie du. Diese Monster sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann 2 Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Es wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Genug gepredigt jetzt. Ich hab's verstanden. Ich schätze, du hast recht. Und wenn ich mir die Leichen hier so ansehe, muss man dich nicht mehr wirklich motivieren. Naja, genug davon. Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridwin zurückkehren, um mit Maxen sprechen. Ich bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten. Wenn wir Glück haben, können wir an diesem Ort Waffen und Munition finden. Jo, so viel werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr finden. Der Anzug sieht schon geil aus. Das einzige Ding mit den Sint ist natürlich auch, ne, irgendwie. Wie komme ich wieder raus? Man muss bedenken, der Detektiv, der Valentine, das ist auch ein Sint. Ne? Also nicht alle Sint sind böse. Also, dass man Hass hat jetzt gegen diese Supermutanten und so, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, der Detektiv ist auch ein Sinn. Und er ist korrekt. Okay, dann ist hier raus hier. Das war echt die Hölle hier drinnen gewesen. Hat doch Spaß gemacht. Aber 2 legendäre Supermutanten. Das war schon übel. Ich hatte wirklich auch ein bisschen Glück, glaube ich, gerade bei dem zweiten. Das ist noch ein Schädel. Gerade bei dem zweiten, weil wir da eine sehr gute Position hatten. Cool. Ihr müsst ja auch nochmal eine gute Belohnung geben, so, was XP angeht. Und dann fehlt auch nicht mehr viel für Stufe 20. Ich würde jetzt dann jetzt erstmal die Quest abgeben. Würde mir mal die Sniper anschauen, die wir gefunden haben. Also, was wir daraus nochmal so machen können und so. Und dann würde ich wahrscheinlich ins Vault gehen von uns und diese Kältewaffe mal besorgen. Ich überlege gerade, wo noch Meisterschlösser waren. Wir können höchstens in der Nacht auf der Pridwin, auf dem Luftschiff, mal versuchen, da einzubrechen. In den Laden. Da hätte ich auch Interesse dran. Was ist denn los? Wie geht's dir, Kumpel?
Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Jo, das kann man doch schon. Aber ist immer wieder sowieso niedlich. So, okay. Würde ich vorschlagen, wir machen jetzt Schnellreise. Die Insel gehört jetzt auf jeden Fall uns. Alter! Oh, sowas hätte ich gern für mein Lager. Hier war irgendwas. Oh, guck mal. Ich steck's mal ein. Keine Ahnung. Oh, das hätte ich gern für mein Lager. Hier kann ich auch nichts machen, oder? Schaufel, ne. Ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwo ein Item findet, dass man die Kanonen freischaltet. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Noch mehr Kanonen. Hab ich sonst keine entfernt. Komm ich hier hoch? Obwohl sonst keiner mehr wirklich noch genug. Ich schau nur gerade, kann es sein, dass wir irgendwie hier die Kanonen freischalten können oder so? Das sieht nicht so aus. Schade. Wenn das nur als Deko wäre, aber es würde cool aussehen. So gut, Leute, dann Karte. Schnupp, schnupp, schnupp. Und reden wir erstmal mit dem Kollegen hier. Hm? Ja, mach mal. Mir gefällt das eigentlich gerade nicht so gut, dass ich mit dem Anzug hier rumrenne, aber. Ja. Man muss einfach vermeiden zu rennen damit, wenn man normal läuft, das ist nicht ganz so wild. Ich glaube, wenn man rennt, das hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, da verbraucht man irgendwie das 20-fache an Fusionsenergie. So. Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. War der reinste Spaziergang. Es freut mich, das zu hören. Denn es wird immer nur schwerer werden. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Werfen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Cool. Ey, das ist ja mal richtig nett. Die beste Waffe fürs Überleben hier draußen ist ein Haufen Kronkorken. Signalgranaten sind normalerweise Paladinen vorbehalten. Sie sollten dankbar sein, dass ich in Ihrem Fall eine Ausnahme mache. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealths sorgfältig absuchen lassen. Aber sie konnten nichts finden. Unsere Gelehrten sind trotz all unserer Technologie nicht in der Lage, eine ganze Kolonie voller Leute zu finden? Das Institut hält sich bereits seit einigen Jahren versteckt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie finden. Ich will, dass sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn sie einen Weg hineinfinden, melden sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter? Im Moment nicht, Ältester. Gut, dann wegtreten. Okay, so schließt sich der Kreis. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal rausfinden für die Bruderschaft, wo das Institut ist. Und dann können wir hier erst weitermachen. Okay, alles klar? Bin ich jetzt aber okay?
Auf jeden Fall haben wir jetzt eine große Armee an unserer Seite, wenn wir dann gegen das Institut vielleicht vorgehen wollen. So, ich würde mal ganz schnell schauen, ob wir den Laden ausrauben können. Ist auch eiskalt, oder? Kriegen übelste Signalgranaten und übelste Unterstützung zugesagt und ja, wir hätten gerne noch ein paar Kronkorken. Ja, also ganz schön gierig, die Gude. Ganz schön gierig. So, mit dem Anzug umrennen ist eigentlich voll doof jetzt, aber egal. Das verbraucht jetzt echt nicht viel Energie. So, wir müssen einfach nur gerade auslaufen. Da vorne war, glaube ich, der... Müssen wir gucken, ob der jetzt auch gerade da ist. War das hier gewesen? Hier war das gewesen. Ich müsste mich mal ganz kurz pennen legen und hoffen, dass in der Nacht keiner da ist. Das wäre eigentlich das Schlauste. Oder irgendwo hinsetzen oder so. Steig mal aus eben. So. Nach Dienstschluss hole ich mir ein dickes Salisbury-Steak. Jo. Ich würde jetzt einfach probieren, damit das mal zu knacken hier. Das Problem ist nämlich, dass der Typ geht nicht pennen. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer 2 Stunden gewartet und der schläft einfach nicht. Mal sehen, ob wir es hinbekommen. Kannst du mal ausprobieren. Okay, da fehlt nicht mehr viel. Nice. Ja. Ja, wir probieren es einfach mal jetzt. Wir müssen nur darauf achten, dass wir immer versteckt sind, wenn ich aus schnappe. 7 Raketen. Nice. Red Rain im Moment. Weil ich glaube, gerade die Bruderschaft wird sehr, sehr böse reagieren, wenn die uns dabei erwischen. So, Bierflaschen können wir behalten. Hat die Bruderschaft genug nukleare Bewaffnung für alle Ewigkeit. Ich nehme an, dass du nach einem solchen Gefecht neue Vorräte brauchst. Ach, vergiss es. Von mir aus? Ja, komm. Entdeckt, 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 entdeckt. Oh, hier ist so viel cooles Zeug, ich will das jetzt haben. Okay, versteckt. Alter. Hier ist eine Fatman. Mini-Atombombe nehme ich auch noch mit. Okay. Ich glaube. Drüben ist noch ein bisschen was. Psst, Udi, psst. Ich gucke mir das alles nur an. Vielleicht später. Von mir aus? Okay. So eine neue Waffe, Gaussgewehr. Okay. Gucken wir dann gleich mal. Schurkenmaske. Nice. Gucken wir gleich mal. Ich glaube, ich gebe mich damit erstmal zufrieden. Mitnehmen. Ich will es jetzt nicht übertreiben, Leute. Versteckt. Ja, die kriegen das trotzdem. Also das geht ja immer ein bisschen zusammen dann, wenn ich was nehme. Das macht mir immer ein bisschen Sorgen. Ich guck mal eben. Seid ihr sauer auf mich oder so? Ist alles cool, ne? Nichts passiert. Ey, wir haben jetzt einfach mal das komplette Lager leer geräumt. Ich will nicht wissen, was das an Wert hat. Sei gegrüßt, Ritter. Alles klar, ich bin noch ein ehrenhafter Ritter. Gut, dann kann ich erstmal speichern. Und dann nehme ich jetzt auch noch die restliche Muni mit. Alles für die Minutemen, ne? Nee, alles willst für uns, Leute. Willst du Streit anfangen? Ich helfe dir, ihn zu beenden. Ach, vergiss es. Dann nächstes Mal. Nimm, 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 nimm. Na komm, geh wieder zu hoch. Werd breiter. So, ich glaube, wir haben alles. Den Löcher lasse ich dir. So gut, wir können doch nochmal ganz kurz mit ihm reden, ob er nur Arbeit für uns hat. Und vielleicht können wir uns ja ihm ja auch nur eine Fatman verkaufen oder so. Aber Entschuldigung, Dr. Tegan. Was kann ich heute für dich tun?
Erzähl mir mehr über die Arbeit nebenher, die du erwähnt hast. Dem Ruf von Kronkorken ist nur schwer zu widerstehen. Mhm. Wie heißt es gleich? Einen Krieg gewinnt man nicht mit leerem Magen. Die Lebensmittel füllen sich nicht von selbst auf. Daher brauche ich Leute, die sich um die Farmen in der Gegend kümmern. Wir beschlagnahmen einen Teil ihrer Ernte. Sie muss in Kisten verpackt sein, wenn ich das Abholteam losschicke. Deine Mission sorgt für die Kooperation der zivilen Farmer. Mit allen nötigen Mitteln. Wow. Also muss man ehrlich mal sagen, was die Stelle an der Bruderschaft macht, da ist auch nicht alles. Alles so cool, ne? in der Mitte brauche ich nicht nachfragen. Ist schon klar, was ihr da auch machen sollen. Okay. Bin dabei. Gut. Ich markiere die Farm auf der Karte. Denk dran, garantierte Kooperation. Ja, also wir dürfen auch zu Gewalt greifen. Das ist schon krass, aber ist ja genau unser Ding hier. Sowas macht man doch gerne mit unserem Charakter. So gut, ich hoffe, ich passe noch meinen Anzug rein. Ja, kann sein, dass ich zu schwer bin, aber wir werden es ja gleich sehen. Und jetzt muss ich ein bisschen was noch weghauen. Könnten die Fatman verkaufen. Man hat nicht gelebt, bevor man nicht einen Brahmin mit einem Vertibird. Wisst ihr was, ich verkaufe mal die Fatman. Wir haben genug davon. Ich zieh mal eben mein Kleid an und so. Sieht da sehr vertrauenswürdig aus. Also können wir unsere Narbe verdecken. Mit der Chirurgenmaske. Diese Farmer werden dir keine Probleme machen. Du weißt sicher, was du tust. Lass mal sehen. Alle meine Waffen sind voll einsatzbereit. So, hast du Interesse an einer Fatman? Ich hätte eine für dich. Was gibt man dafür? 200? Ich meine, wir haben übelst viele. Die können wir doch verkaufen. Wir haben übelst viele Fatman. So, nur fest kann man sie auch wieder klauen. So, okay, das passt an sich schon. Annehmen. Okay. Hab gehört, du hast den Mutis in Fort Strong einen gehörigen Denkzettel verpasst. Wie sieht das gerade ein bisschen aus wie Michael Jackson? Ich mach das mal wieder weg hier mit der Chirurgenmaske. So. Okay, Leute, dann gehen wir mal in den Anzug rein, werden uns noch ein bisschen erleichtern und dann machen wir erstmal in die Base. Wenn dumm und hässlich ein Kind hätten, wäre es ein Supermutant. Alter, bist du witzig. Unglaublich. So gut, Leute, dann Karte. Dann noch Sanctuary. Freue mich ja richtig, mal wieder zu Hause anzukommen. Aber lange nicht mehr. Ich bin nur überlegen, ich hätte ja wirklich mal Bock, noch ein paar Siedlungen einzunehmen. Also was heißt einzunehmen, so für uns zu gewinnen. Und dann wirklich überall schön Masten aufstellen, dass neue Siedler kommen. Hätte ich eigentlich Interesse dran. Gerade weil ich ja irgendwie wirklich alles Wertvolle und so bunkere ich ja momentan in Sanctuary. Dass wir das für uns haben. Und also ganz ehrlich, die steht an der Bruderschaft, das ist saugeil gemacht mit den Quests und so. Aber die sind so rabiat und also noch krass darin, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Also bei denen ist auch nicht alles toll, ne? Weil die sind auch ziemlich radikal, so. Oh Mann, das sieht echt fett aus, die Rüstung. So gut, dann erstmal den Schrott abliefern. Oh yeah. Das ist schön, wieder zu Hause zu sein. Und her. Jo, nice. Jetzt gucken wir erstmal wegen der Waffe. Also ich muss sagen, bislang hat es sich wirklich gelohnt, ey. Wir haben so viele Vorteile jetzt durch die Bruderschaft. Wir können die so eiskalt ausnutzen, das ist so gemein. Aber es geht. Das ist gut so. So, okay. Alles klar, dann lass mal schauen wegen der Sniper. Wir haben ja wie gesagt noch eh noch nicht sehr viel Schuss. Aber vielleicht können wir auch das Kaliber ändern, aber dann würde die wahrscheinlich auch deutlich mehr weniger Schaden dann machen. Das Großgewehr ist auch interessant. Wie gesagt, 154 Schaden macht das pro Schuss. Weil wir haben nicht viel Muni. So, das Ding hier. Nee, das hier haben wir neu. Mich würde mal interessieren, wie viel mehr Schaden das macht, wenn Nacht ist. Also desto mehr Nacht ist, desto mehr Schaden macht die sozusagen. Das ist witzig. Ah, hier! Ah, da macht die nur noch 39. So, ja, Kaliber 38. Ja, ich weiß nicht so richtig.
Ich meine, die Mod hätten wir ja dann immer noch da. Wir könnten das ja noch ändern hier, dass die 104 Schuss hätten wir dann. Das ist schon ein deutlicher Unterschied zu 23 Schuss, ne? Und so viel weniger Schaden macht die dann auch nicht. Also könnte man drüber nachdenken. Ansonsten scheint die aber schon gut im Schuss zu sein. Also ich glaube, ich lasse die erstmal so. Ist das eine Schalldämpfer, wäre doch nice. Aber mal Waffenweg auf Stufe 3. Also das überlege ich mir, also ich bin ja fast der Meinung, 104 Schuss ist wirklich besser als 23 Schuss. Ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich daraus auch erstmal ein anderes Kaliber, dass wir mehr Muni damit haben. Ich glaube, das wird mir besser gefallen. Die Mod behalten wir ja. Wenn ich richtig informiert bin. Ich kann ja mal schnell speichern, wir können es ja mal testen. Dann können wir das dann ohne Kosten wieder umändern. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir probieren das mal aus eben. So. Ich würde daraus gerne das hier machen. Moment, ich guck gerade, was hier am besten ist. Dieser scheint am besten zu sein. So, okay, ich kann mir das jetzt einfach aussuchen, wie ich Bock habe. Das ist nett, Leute. Nee, das ist doch cool. Das ist doch wirklich cool. Sehen wir, wie die jetzt aussieht. Station verlassen. Dann Favoriten. Moment, Waffen. Hier ist das. Hier hin. Oh yeah, Alter. Richtig nice. Moment, kann ich irgendwie noch. Das Problem ist jetzt, hier kann ich gerade nicht ringsrum gehen, oder? Weil sonst gehe ich immer automatisch in den Baumodus. So sieht man es ein bisschen. Ich habe das ganz kurz gesehen, wie die Waffe aussieht. Müssen wir da mal draußen machen. Ob ich den Mundschutz behalte, weiß ich gerade auch noch nicht so richtig, aber ich lasse das erstmal an. Ach ja, die Brille sollte ich noch austauschen. Auf jeden Fall sieht das ganz cool aus so jetzt. So Leute, ich würde jetzt sehr gerne das Vault machen. Aber davor gucke ich eben mal noch wegen dem einen Helm. Ob der besser ist. 200, 140, 150. Ja, ist besser. Hat 20 Rüstung mehr. Alter, sieht übrigens krass aus. Moment, ich will den mal eben noch eben lackieren. Hey, wie geht es dir? Ich kann sogar ein MK2 draus machen. Jo. So. Und dann wieder Hot Rod wieder. Okay, haben wir. Da fehlt mir wieder die Glasfaseroptik. Nicht schön. Es ist also schon mal ein solider Anzug, würde ich sagen. Und den Helm muss ich noch hier reinhauen. Und dann geht's ab ins Wort. Und dann schnappen wir uns endlich diese Kältekanone da. So, Gewicht bitte. Nochmal. So, hier den Helm haben wir hier rein. Da können wir uns eigentlich dann gleich mal irgendwie einen zweiten Anzug da machen. Irgendwann werde ich wahrscheinlich auch noch die anderen Teile mitnehmen von den anderen Anzügen, dass wir hier für unsere Leute mehr gute Anzüge haben. Ich denke, das kann nicht schaden, auf jeden Fall. So. Erzähl yeah. Lieber nichts über diesen Ort. Man kann niemandem vertrauen. Ja, können ruhig welche kommen. Würde mich nicht so sehr stören. Können uns ja verteidigen. Mittlerweile ist es auch schon ganz gut geschützt. Auch wenn wir es noch deutlich besser schützen können. Der Danze rennt hier auch die ganze Zeit rum. Den haben wir um unseren Finger gewickelt, Leute, will ich mal meinen. So, ich muss jetzt, Moment, ich laufe nämlich falsch gerade. Ah, das war, nee, eigentlich so falsch kann die Richtung gar nicht sein. Ich kann doch Schnellreise machen, oder? Ja, ich meine einfach Schnellreise. Aber egal, da haben wir nochmal ein bisschen das Dorf gesehen, ist auch ganz cool. Und wie gesagt, ey, also ich weiß nicht, vielleicht mache ich das dann noch, versuchen in den anderen Siedlungen auch noch Athen aufzubauen. Am nächsten die Grundversorgung erstmal zu rechtfertigen. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Hier ist nichts mehr dran. Ne? Oh Leute, hier waren wir ewig nicht mehr gewesen. Ich habe echt eigentlich überhaupt keinen Bock hier runter zu machen, weil es gruselig ist. Okay, ich muss jetzt den Knopf drücken. Das ist echt lange her, dass wir hier waren. Seitdem hat sich einiges schon verändert.
will da nicht rum. Ich will da so schnell wie möglich wieder raus. Weil ich muss immer noch sagen, das Vault, ey, das war gruselig gewesen. Apropos, wir müssen auch noch im Vault 81, ne? Fällt mir gerade ein. Das machen wir, glaube ich, dann gleich. Ja. Was du denn hier? Aber Beanie hat keine Angst. Nur für den Fall. Weiß er nie. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie wir laufen müssen. Das war bei dem Aufseher gewesen. Da müssen wir, glaube ich, hier sogar... Ich weiß es nicht, werden es jetzt gleich sehen. Hier geht's nicht weiter. Moment, wir kriegen das schon hin jetzt hier. Ich glaube, hier muss ich lang. Dann hier weiter. Ich muss auf jeden Fall an diesen Stromdinger vorbei. Genau, hier muss ich vorbei. Und jetzt hier müsste irgendwo das mit dem Aufseher sein. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist das hier gewesen? Da hinten ist er. Koffer für Kryolator. Nice, Leute.